Hallo ihr Lieben! Oh Gott, Josh rast los. Und das wird wahrscheinlich... das Unteil überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Hallo, herzlich willkommen! Das hier wird wahrscheinlich die letzte Folge von Moving Out. Weil... Hallo, was machst du denn da? Ich fahre hier nur ein bisschen rum, wenn ich rede. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge von Moving Out. Denn das ist wahnsinnig groß und wir wollten es jetzt auch nicht jedes Level irgendwie bis zur Perfektion spielen, aber das Tari-Büro, das ist auch ein vielleicht würdiges Ende schon, in diesem Umzugs-Allerlei. Das wäre einfach mal, weil ihr seht da oben, es gibt 0 von 30 Goldmünzen haben wir. Das heißt, es gibt 30 Level, wollten wir jetzt nicht alle von spielen. Und es gibt 6 von 90 Herausforderungen haben wir geschafft. Aber wir gucken uns hier noch ein bisschen um auf jeden Fall. Und feiern jetzt hier ein fulminantes Ende. Genau, und ich wollte mich entschuldigen, dass man uns heute nicht sehen kann, aber die Webcam ist in Benutzung. Anders. Ich bin einfach zu hässlich heute. Das stimmt. Voll verpickelt. Dieser Ort ist furchterregend. Ich bin heute so ein Joghurt. Nee, was bin ich? Ich bin so ein. Du bist eine Nudelsuppe. So eine Instant-Suppe, ja. So furchterregend. Ich weiß! Kannst du dir vorstellen, den ganzen Tag in einem Büro zu arbeiten? Ja. Ich bin aber eher so ein Slope, ich muss anders reden. So ein. Okay. Die haben so eine Krabbel, wo du durchkrabbeln kannst. In diesem. Wie war das nochmal mit dem Geistern? Regenbogen. Musste man die schlagen? Ich glaube, die kannst du selbst mit der X wegschrecken. Ja. Achso, wir müssen das da in diesen Fahrstuhl quasi dieses Mal? Okay. Ja. Also ich habe beim ersten Rundgang jetzt nicht zugeguckt, also wir gucken mal. Kopierer, Fett, da gibt es einen Fahrstuhl. Ich weiß immer die Steuerung nicht, wenn wir neu anfangen. Ist egal, da gibt es eine dicke Couch. Wir holen uns die Couch. Ist der Automat? Nee. Alles andere ist irgendwie alleine, ne? Ja, es gibt diese zwei Sachen da rechts. Das ist der dicke, das ist alles eine Ebene höher natürlich auch. Und hier der Kopierer, weil Fett. Okay, erstmal Couch. Let's go. Auf die Plätze, fertig. Ach, du machst wieder Dinger kaputt, ey. Ich gehe vor. Ja. Intuitiv alles. Ja. Gewagt, Jenny. Gewagt. Schub und ran damit. Okay, Kopierer. Ja, Hilfe. Ja. Ah, es hat mich. Ah, okay, das passiert also, wenn es mich hat. Okay, Kopierer, guck mal, runterbatzeln. Ah, den kann man ein bisschen rollen. Wir können hier bestimmt runterwerfen. Und. Was war denn das für ein Knopf? War es nicht A? Oh, es war X. Oh, Entschuldigung. Oh! Krass. Ah, jetzt müssen wir jetzt. Rollt ja nicht mehr so schön. Ich hab der Geist gekriegt. Schön in die Ecke. Hier drüben war noch irgendwas Dickeres. Oder? Ja, hier die. Aus dem Kopf. Ah, es geht sogar. Ja, oben ist der Automat, der Dicke. Ich dachte, wir gehen nach oben, aber du bist einfach vorbei. Achso, nö, ich dachte, die wären schwerer, die Sachen. Hm? Nö. Ja, dann Automat. Ja. Ja, Mann. Es ist einfach. Es ist einfach. Es spielt sich so weg, dieses Spiel, ne? Ich darf nicht. Gut. Hier lang. Die Tür. Tragen wir oder werfen wir? Nee, wir tragen. Wir werfen, aber dafür müssen wir. Ich die andere Seite nehmen. So, jetzt musst du X drücken. Schlag den Rest. Prügeli! Schnell weg hier. Ah, er kommt! Geist voll auf die 12. So, ich glaube, jetzt haben wir es quasi, oder? Das war X, so. Ah, Geist! Ja. Ah, er kommt hinter mir her! Ja, ist doch gut. Ui, buh! Ah, ah. Ich nehme jetzt nur die kleinen Sachen, die hier ums Eck sind. Ey, es hat das. Ach, das. Was ist denn das? Ich kenn das nicht. Was ist denn das? Ach, auf einmal will sie meine Hilfe. Nee, ich brauch deine Hilfe nicht. Das hing nur noch fest. Also. Guck mal, jetzt siehst du, wie ich hier das oben rein. Never mind. Mann, warum geht denn das da nicht drüber? Das ist dick. Ich geh nach oben. Noch zwei, das ist gar nicht so schwierig, oder? Ja, aber wir sind viel zu lahm. Mann! Okay,
Okay, hier ist ganz viel kleines Scheiß, den werfe ich jetzt erstmal runter. Ja, wirf und ich... Mann! Warum nimmt er das denn nicht, wenn das da direkt vor ihm ist? Dann, oh, die Kiste ist ja... Komm ich denn da ran? Auf den Tisch springen vielleicht? Kann man springen? Ja, auf... Ah. Oh mein Josh, dass du das immer alles vergisst. Oh Gott, Huibu kommt! Hast du, oh, wie heißt denn das, dieses Kind, ist das das Schlossgespenst? Ne, wie heißt das, es gibt so ein Kinderbuch. Huibu, das Schlossgespenst? Ne, aber es gibt noch was anderes. Das ist die Huibu habe ich zum Beispiel nie gelesen. Es gibt noch irgendein Schlossgespenst. Hugo. Ne, es gibt keine Ahnung. Es gibt Hugo, das. Ja, Spenst. Aber. Ja, dann frag mich nicht und sag dann nein. Das ist dämlich, weil. Oh, ich habe hier so ein Getränke. Ah, doch, den schaffe ich so. Ich räume gerade brav ein. Ja. Sagt Le Zeit, sagt es wird knapp. Mann! Schafft mir auch nicht, sagt Le Zeit. Ah, ich krieg den hier, glaube ich, nicht rüber, weil ich den nicht werfen kann. Okay, hier bräuchte ich gleich deine Hilfe noch oben ja. Auf der. Sofort? Galerie, nur in perspektivisch. Ich weiß nicht, wie viel wir noch. Mann, ich verkannte mich ja immer zwischen diesen. Mann! Ich komm mal. Hier, ich kann einfach mal runter. Mann! Ah! Toll, voll. Und. Ah. Nee, du bist nur seitlich. Mann, du bist. Vielleicht bist du seitlich? Oh, was war das denn? Nein! Wir müssen einmal Schwung holen für das Ding scheinbar. Zack. Oh Gott, du hast ja hier einen ganzen Krempel schon reinge... Ja klar, musste ich krieg ja. Krieg den da nicht herein, du musst mir helfen. Ja. Sofort. Das ist glaube ich... Nee, da fehlt noch ganz viel. Jetzt... Wir werfen ein Stück zurück, werfen. Ja, da. Aber seitlich, du, seitlich. Was ist denn jetzt hier noch was? Ach, hier. Ja, aber da fehlt noch eine Sache. Ja, die, ist, die Dinger ist doch noch nicht richtig drin, die Schlange. Die ist noch her. Was? Die geht noch nicht? Schauen wir nicht. Siehst du? Glatt. Hast du das nicht gesehen? Nein. Ach, du bist so... Ich hoffe, dieser kleine Geist hat eines Tages den Mut, weiterzuziehen. Das ist wirklich... Wie redet eine Suppe? Auch so, das ist ja ekelhaft. Na los. Nein. Du machst Geräusch, du sprichst. Er muss einige unerledigte Angelegenheiten abzuschließen haben. Hey! Tschüss! Du bist die unerledigte Angelegenheit, die danach abgeschlossen werden muss. Wir haben es in Silber geschafft. Ich finde, das. Und was gab's jetzt Bonus, Dina? Verschlage keine Fensterstelle, den Drucker in den Lüft. Mhm. Liefere den Gepäckwagen aus. Geil. Hey, das ist mir nicht aufgefallen. Geil. Egal, wir wollen einfach jetzt in der letzten Moving-Out-Folge noch ein paar Level einfach nur zeigen. Einfach ein bisschen was gucken. Wenn es jetzt irgendwie, vielleicht haben wir demnächst ja nochmal irgendwie Bock auf eine zweite Session, längere Runde Moving Out und dann gibt es vielleicht noch mehr Folgen, aber jetzt erstmal, ne? Gute Neuigkeiten! Eure Geisterklaps-Fertigkeiten sind das Gespräch in der Stadt. Wir haben Schreckensguthof gebucht. Diesen Kunden wollte ich seit dem Unfall immer haben. Welcher Unfall? So, hab ich schon gesagt, welcher Unfall? Genau, gehen wir! Ja, Schreckensguthof, geil. Fahr du mal. Ich muss hier kurz noch meine Schuhe binden. Na, du musst den. Warte, auf den Zug, du musst den Zug crashen. Den musst du, glaube ich, von rechts kommen. Fahr dir mal entgegen. Such den Zug. Was hier irgendwo? Was? Was? Ist wieder die Candy-Zug auf PUBG. Kann man auch nicht entgleisen lassen. Ach. Tja. Diese Kisten sehen so aus, könnte man. Aber wir können den. Ganzen. Ey! Ich wollte den ganzen Friedhof umfahren. Ja, egal. Was ist denn du hier für eine. Okay, 19 Gegenstände. 4, 5, 20, das ist ja. Da lach ich doch. Das war schon vor dem Umzug. So, so da gucken wir nochmal. Was glaubst du, ist bei dem Unfall passiert? Ich frag mich, ob es etwas damit zu tun hat, dass es in diesem Ort keine Toilette gibt. Okay. Bei Geister. Okay, da ist. Wir nehmen als erstes das große hier unten. Oder da links die Couch. Und dann den. Nee, dann hier. Den. Wir gehen von vorne nach hinten. Okay. Boah, ganz schön viele große Sachen. Okay.
Die ganze Couch. Okay, wir fangen links an, Mitte rechts. Okay, aber was ist jetzt, was wolltest du sagen? Links hier, die Couch draußen. Die draußen, wo der Geist ist, alles klar. Ja, los. Verliere ich eigentlich Sub? Schnell! Ah, er kommt, er kommt, er kommt! Hilfe! Suppenpower aktiviert! Schnell. Oh Gott, schlag ihn! Lass los und schlag ihn! Jetzt! Ich hab dir doch schon. Ah! Ich glaub, ich hab dich geschlagen. Was jetzt? Rechts? Ja. Nee, das ist große. Müssen wir zu zweit tragen müssen. Du musst hoch. Er ist den hier. Er ist den hier. Er ist den hier. Für eine Person steht da dran. Ach, eine Person ist doch. Bist du. Na komm schon. Das ist immer so ein bisschen semi-optimal, wenn wir. Mann! Ich komme nicht hinterher. Lass mich das auch. Gut genug, gut genug. Nein, das sind so viele große Sachen. Ja, deshalb will ich ja hier diese Sachen auch. Na, wollte ich ihn alleine hin. Habe ich doch auch gesagt, eben schon das andere Jahr. Ja, aber es ist, guck mal, das ist halt so, dass du sagst, du könntest es auch gut zu zweit machen. Ja, aber das ist nicht hier. Guck, und jetzt stehe ich dumm rum. Ja, nimm halt was anderes. Hier gibt's nichts anderes auf der Seite. Ja, ist das mein Problem? Ja. Na komm, beeil dich. Ich. Ey, ist was ja wohl du. Nee. Ey. Ja, komm hier runter! Abkürzung. Mhm. Rechne ich nie mit. Hier vor. Ja, gut genug. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was ist noch schwer? Was ist schwer? Was ist schwer? Oben war was Schweres. Achtung, Kunst! Hier das Bett. Oh nein, die Schüler laufen weg. Oh Gott. Hä? Du musst erstmal von der Seite. Ich kann es nicht anpacken. So. Das wehrt sich auch. Du musst gerade. Jetzt geh doch einfach! Ja, du musst gerade! Ich komme hier nicht ums Eck. Geh einfach! Ja, siehst du doch, wir kommen hier nicht durch. Wenn du nicht gerade gehst. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Siehst du, ich drück noch unten. Du musst gerade sein, du verkeilst es. Ich geh immer, ich gerade die ganze Zeit links, nein, rechts, rechts, links. Machst du nicht, du verkeilst es, aber siehst du, sieh mal doch. Verkeil dich gleich mal, ey. Deswegen ziehe ich mit dir auch nicht gerne um. Deshalb wohnen wir auch seit sechs Jahren zusammen. Weil wir festgestellt haben, lieber zusammen wohnen als zusammen umziehen. Der Kühlschrank noch unten ist auch zu zweit. Ja. Ist alles alleine. Die Stühle machen mir Angst. Gucken wir. Alles! Hilfe! Oh, es hat mich gefressen, nicht, dass man mich schlagen. Wie böse seid ihr denn hier? Oh! Oh, oh. Okay, wir können und müssen Sachen rauswerfen, wahrscheinlich. Alter, das ist richtig schwierig. Die Stühle werden wieder abhauen, glaube ich. Ich fürchte es auch. Ah, stell sie hinten in die Ecke dann. Machen sie den Kack nicht. So, jetzt den Kühlschrank? Ja. Keinen Fall zum Geist rüber. Ah, Gott! Hier. Werfen. Warte, dann muss ich loslassen. Und. Sehr gut. Der war schon so. Das war alles schon voll. Kann so ein paar Sachen, glaube ich, runterwerfen. Kann man den. Ich will mal versuchen. Aber... Oh ja. Oh, das Klavier ist voll böse. Kann man das. Oh, nee. Hab ich auch versucht. Auch nicht auf die Fresse. Nee, das habe ich doch eben alles schon gesagt. Und du warst trotzdem. Ich habe den Ritter den Kopf geklaut. Sehr gut. Das wird ihm eine Lehre sein. Komm her, du Stuhl, du. Komm her, du Tisch, du. Oh, hier offene Feuerquellen. Glaub, wenn wir hier fertig sind, brennt die ganze Bude ab. Dann wirst du auch gerade erstmal alles runter. Ja, zumindest habe ich mich hier eher sogar einge. Dieses Schlossgespenst da unten. Aber die Stühle benehmen sich, wenn sie einmal drin sind. Ja, es spukt halt nur im Haus, weißt du, so wie das in Wirklichkeit auch ist. Außerhalb eines Hauses spukt es nicht. Das ist die Leere. Okay. Hey, sag mal einer, hier lernt man nichts. Lalalala. Okay, nur noch das alles da oben beim bisschen Klavier. Du hast den Stuhl nicht mal richtig reingepackt, ja, ich hab ihn gar nicht reingepackt. Mann, das Klavier ist voll übel, ey. Einer muss das, glaube ich, ablenken. Ja, es ist ja so einfach alleine. Das Level, hast du gesagt. Schafft man easy. Ja, habe ich gesagt, in Gold? Ey, dass man schafft, ist ja klar. Es geht. Das Klavier ist so geil. Nein! Das hat mein Trick durchschaut.
Oh, 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 oh. Hat mich, du hast mich da reingeschoben. Ich hab Jenny geopfert. Nee. Oh, oh, jetzt wird's langsam. Benimm dich, Geist! Oh. Oh, 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 oh. Nein! Der Geist hat sich gerecht. Ist noch oben was? Nee, noch die zwei Sachen hier unten. Ah, okay. Alles liegt hier unten. Du kannst dich gerne nochmal. Lass mir nur Geist! Da hinten der letzte Kopf. Ja, ja, ich versuch's. Ich schlag ihn. Du schlägst ihn und. Hast du meine Alte angefasst, ha? So. Meine Alte. Wo sind wir mal hier vorsichtig? Nur können diese Gastein Frieden ruhen. Aber für uns gibt es keine Ruhe bis zur Mittagspause. Oh Gott, ich hab's Gefühl, ich bin die Mittagspause. Ja? Ich flippe dich dann. Guck dir eigentlich schon die Zunge raus. Wenn du Hunger hast. Aber ich hab's gerade schon so rumoren hören. Fange einen Geist. Zwei bring mir seinen Kopf, das habe ich auch geschafft. Bring mir seinen Kopf. Ah, oh, nein, das Kunstwerk. Ich habe erst überlegt, ob ich das Kunstwerk an der Wand noch abreiße. Wir hätten ja alles machen müssen. Naja. Okay. Aber zwei habe ich. Eins geschafft. Schaffen wir noch, glaube ich. Ein. Easy. Ein Haus. Oh, das macht auch so Spaß. Das müssen wir im Off weiterspielen. Ein weiterer Schmuckhausauftrag. Züge um Züge hat keine Angst vor gestern. Ein wenig. Eigentlich ein wenig schon. So weit weg. Boah, 6 Minuten 10. Oh, es sind viele große Sachen, das sehe ich schon auf dem Bild. Ah, okay, gucken wir uns an, wie Profis. Sag mal, der Boss. Warum wird Peckmoor so von Geistern heimgesucht? Es muss einen guten Gulbesser geben. Ghoul. Klassischer. Da ist der Ritter im Kopf. Oh, komm, das kommt ja gerne mitnehmen. Ein bisschen rein. Okay, schon. Okay, da ist eine fette Couch. Noch. Boah, die Couchgarnitur dahinter. Wir nehmen die Runde als erstes, würde ich sagen. Und hier unten ist ein Bett. Wir können ja auch gleich hier rechts rein erstmal das Bett nehmen. Erstmal das rechts rein, rüberjumpen ins Bett. Ja. Das ist bestimmt irgendein Quatsch mit den Gartenzwergen. Man zerstöre alle Gartenzwerge. Oh ja, dann los. Nein, erstes Bett. Müssen wir werfen. Ja, ich drücke schon den. Nee. Gerade, geh du gerade. So, jetzt gehst du gerade. Und werfen. Ich glaube, wir müssen einen Schwung holen. Einmal. Ja. Das könnte. Gut, wenigstens ist das. Ja. So, was war dieser Wahnsinn? Oh, Eppala. Ja. Zack. Vor dem Geist auf die. Oh oh. So, schnell. Sehr gut. Du musst ihn halt zwei, dreimal schlagen damit. Ey, das ist weniger Platz, ne? Ja, viel weniger. Passt. Okay, erstmal jetzt die runde Eckcouch. Okay. Das macht Spaß. Oh, oh. Ich hab ihn verärgert. So. Ich wollte vorne. Jetzt ich, genau. Vorne. Ja. Du als Erster. Oh, Achtung! Du musst ihn eventuell nochmal schlagen! Nein! Das war super knapp. Ja, Mann, aber ich hab das voll einstellen. Nee, das steht voll im Weg. Was ist das denn jetzt? Egal, da wird was in die Ecke geworfen. Da. Okay. Hä? Ich hab ihn geschlagen. Hier, links. Ich hab einfach mal einen noch drauf geballert. Oh, hier ist eine Spielkonsole. Super Nintendo. Ich geh gleich rum. Da hinten läuft eine Kuh im Hintergrund. Was? Achtung, schlag ihn! Ah, es hat mich gepackt! Tja. Warte, ich komme und geh ihn. Und jetzt aber auf meiner Seite rum. Hm. Ha. Was kommt schon ein bisschen? Warte, wir drücken das hier noch so rein. Da rein, okay? Wollte ich so. Oh, es passt da nicht rein. Aber ganz am Rand. Ja, ja, das ist kann man den Koffer nämlich hinterwerfen. Guck mal, hier hinten glaube ich noch ist dickes Zeug. Nee. Ja, Bett. Ah ja, Bett. Boah, aber wie kriegen wir das hier effektiver raus? Warte. Ich will vor Kopf. Guck mal, hier kann man das durch dieses Fenster. Nee. Was machst du? Ich dachte, du gehst vor Kopf. Ich wollte dich ja auch. Ja, okay. Aber du hast mich weggezogen. Kommen wir hier. Du musst nach rechts, danke. Kommen wir hier rechts durch. Ja. Ja.
aber dafür musst du hören. Ja. Ja. Oh, schnell, weg. Sehr gut. Schnell. Das müssen wir oben raufwerfen jetzt. Ja, und zwar mit Schwung. Ganz viel Schwung. Ah, Träumchen. Perfekt. Ist hier noch was? Das sind nur können wir alle Gartenzwerge klauen? Einzelsachen, das sind alles Einzelsachen. Stühle als ihr Kühlschrank. Warte. Ich hab gerade hier so ein Querfächer mitgenommen. Das ist noch Pizza. Kühlschrank, ich komme. Achtung! Ich hab ihn. Hey, jetzt hast du mich geschlagen. Lass uns hier lang. Warte. Schnell. Durch die Tür. Ja, wollte ich auch. Ja. Links. Ah! Aber verfolgt uns nicht weiter als bis hier. Von daher, okay, auch den sollten wir, glaube ich, da hinten reinwerfen in diese Ecke. Ja, dann lass mal los. Ha. Und höher gehen, dann können wir es besser raufwerfen. Ja, ich halte so. X schon die ganze Zeit gedrückt. Hey, er hat den losgelassen. So, und jetzt. Zack. Ich hab überlegt, ob wir es rauswerfen können. Oh, die Gartenzwerge dürfen wir am Ende alle klauen. Okay? Das haben wir, glaube ich, alles. Das oh, oh. Ah, das schaffe ich nicht. Kannst du mir helfen, das einmal rauszuwerfen? Ja. Ach so, warte mal, wir sind ver... Das sah aber nicht so aus. Das habe ich auch nicht. Ach nee, weil es... Ach so, weil es so ist. Weil man kann es... jetzt vielleicht? So kann man es. Das war aber seltsam. Ja. Oh, er wird mich beißen. Na! Ah! Räche mich. Räche mich. Okay, boah, es ist 8 von. Nein! Das ist so süß, wenn du so kleiner. Vielleicht das. Entschuldigung. Ich werfe erstmal schon die Konsole. Ich spiele eine Runde. Können wir dieses große architektonische Teil hier noch. Das große Architektur. Nein, das ist irgendein Knochen oder so. Können wir den mitnehmen? Nee. Wie der Fachmann sagt. Oh oh. Du hast es nicht wirklich kaputt gemacht. Das Einzige, was wir nicht kaputt machen sollen. Aber reinwerfen geht, ne? Ja, dann wird's nämlich nicht. Geht's plötzlich nicht mehr kaputt, ey. Magic. So. Ich fand es bisher ganz schön gut eigentlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben alles jetzt bis auf hier den. Und die Sachen in der Mitte. Genau, bis auf das in der Mitte, genau. Das ist jetzt alles. Nur noch die Sachen in. Boah, in 20 Sekunden? Fragezeichen? Nee, Ausrufezeichen? Wenn wir richtig geil sind jetzt. Jetzt zum Ende eine Goldmedaille, Jenny. You gotta believe. Oh, ich vom Geist. Ja, das ist zum Thema You Gotta Believe. Ich war zu sehr mit meiner Motivationsrede beschäftigt. Häng jetzt hier. Oh, scheiße, ich müsste noch eins schaffen. Hier ist noch links einer. Oh, das ist bitter. Ja, aber das hätten wir auch so nicht geschafft. Nee, hätte ich mich hier gerade nicht beißen lassen. Stimmt. Ja, tja. Ja, das war genau die Zeit, die Joscha, am Ende gefehlt hat. Du hast es nicht geschafft. Ah, das ist ein unwürdiges Finale. Auch, ich wollte wenigstens den Gartenzwerger dann alle mitnehmen. Achso, da hätten wir jetzt natürlich Zeit für gehabt. Ja. Geister können keine Kisten transportieren. Sie greifen immer hindurch. Das du hast mich vorgelesen, danke. Dann darfst du mich jetzt vorlesen. Vielleicht sind sie deswegen alle so traurig. Das ist wirklich widerlich. Mal sehen, ob man die Zwerge mitnehmen musste. Garantiert. Und? Springe über den Teich, ruinier kein Konzert. Was? Lass dich nicht, oh. Kein Geister-related hier? Doch, Geist ganz unten. Aber kein Zwergen-related. Zwerge-related. Voll gemein. Wir gucken auch, wo es weitergehen würde, so als für euch als Ausblick. Wahrscheinlich hier oben, ne? Ach, schon wieder Bauernhof-Action. Obstgarten. Obadiahs Obstgarten. Werden wir nicht mehr erleben in diesem Let's Play. Oh. Ich glaube, es waren jetzt 5 oder 6 oder 7. Folgen. Das ist ganz schön große Range zwischen 5 und 7. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also mindestens 5, maximal 7. Folgen Moving Out, das könnte man halt ewig spielen. Ne? Das ist jetzt kein Story-Spiel, das man im klassischen Sinne durchspielen kann.
Und irgendwo muss man einfach ein Ende setzen. Wir setzen es genau an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gewonnen, was Moving Out ist. Wo meine Stärken liegen. Wo meine Stärken liegen. Wo meine Schwächen liegen. ich hoffe, ihr hattet ganz viel Freude an diesem kleinen, runden, feinen Spiel. Und probiert es vielleicht auch mal selber aus mit ein paar Freunden. Man kann es ja, über Steam Remote auch mit Freunden spielen. Ist es mit Steam Remote gekoppelt? Ja. Okay. Die nicht an einem Ort. Oder Zug? Ja, ich will in Zukunft fahren. Das hat nicht geklappt, das hast du schon mal versucht. Aber ich will hier. Kannst du in den Tunnel reinfahren? Kann ich in den Tunnel reinfahren. Nee, nein. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Was ist noch? Guck dich mal noch auf der Spielwelt um. Also da oben würde es jetzt weitergehen. Was gibt's noch? Das ist immer praktisch so nach der Abmord. Okay, das kriegen wir alles. Mal hinten wohnt auch jemand. Ja, ich gucke gerade. Da wird hinten schon so ein Höhlenlevel. Einfach alles hier weg. Da steckt noch eine Menge drin. Also ich bin auch echt überrascht tatsächlich, wie viel Level das Spiel dann doch hat. Ah, hier gibt's dann diese Restricted Area. Können wir hier runterfallen? Ja. Der Fluss? Hier, man weiß halt auch nicht, welches Gebäude am Ende, aber die sehen hier so eine Fabrik. So Kraftwerk. Wird bestimmt auch noch vorkommen. Wenn es 30 Level gibt. Oh, hier ein Ballon. Ein Ballon. Warte mal, okay. Wir fahren mal weg da. Über Spiel die längst abmoderiert. Nee, wieso? Wir? Du hast gesagt, wir gucken uns das noch an. Ja, na klar. Tor! Mach ein Tor! Oh, warte, nein. Oh. Nein, mach kein Tor. Okay, wir machen kein Tor. Das ist aufwendig. Du kannst ein Tor machen mit dem LKW. Tja, Jenny. Tor! Der Ball, der Wagen ist drin. So. Ach, Leute. Das war auf jeden Fall ein cooles Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr probiert es mal selber aus und ihr schaut in unsere nächsten Sachen rein, denn wir werden in diesem Monat so viel cooles Zeug spielen. Und wir spielen ja auch jetzt schon cooles Zeug. Den Schneemann! Den Schneemann, okay. Und letzte Tat. Boom. Oh, guck mal, ich habe was eingesammelt. Nimm mir eine Möhre. Die Möhre! Sehr gut. Super. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.